glaube, jeder hat das Spiel gesehen und ich glaube, das war sehr, sehr gute spielerische Niveau von beiden Mannschaften. Ich glaube auch, dass wir auch erste Halbzeit richtig dominant waren, haben wir auch genug Chancen, um in Führung zu gehen, leider nicht konsequent genutzt und dann in zweite Halbzeit auch direkt nach dem Anpfiff haben wir eine gute Möglichkeit durch Janis Perkop in Führung zu gehen, wo eigentlich für uns unser Ziel war. Und danach haben wir Tor bekommen nach Standardsituation für uns. Und dann haben wir für 10 bis 15 Minuten absolut die Linie verloren. Keine Konzentration mehr, keine richtig gute Struktur. Und was für mich wichtig ist, dass am Ende haben wir alles riskiert, haben wir bis zum Ende geglaubt und dass wir auch hier Punkt holen können. Nach diesem Spielverlauf natürlich hat jeder gesehen, dass wir am Ende mit 4 Stunden gespielt haben. Und, höhere Risiko angegangen sind, bei letzter Situation unsere Torwart war auch nach vorne ist gegangen und ich freue mich, dass wir am Ende Punkt geholt haben und ich denke, dass auch Punkt für uns ist absolut verdient. Also wir haben 20 Minuten gebraucht, um überhaupt ins Spiel zu kommen, wo wir halt Chancen zugelassen haben. Und Duisburg, wenn sie in Führung gehen, dann ist es auch verdient gewesen. Die haben die Chancen nicht gemacht und deswegen kommen wir etwas besser ins Spiel. Wir haben gute Aktionen in der ersten Halbzeit, wo wir halt nicht zu Ende gespielt haben. Zwei, drei Mal, wo Juri Reimerink rein ins Strafraum tummelt und wir kriegen keinen Schuss aufs Tor. Deswegen haben wir die Aktion nicht gut zu Ende gespielt. Wir gehen in der Halbzeit etwas glücklich mit 0-0. Kommen raus, wir wollten halt etwas mehr Druck entwickeln. Das ist uns am Anfang nicht gelungen und lassen wir schon wieder einen riesen Torschance zu. Und Gersbeck hat uns da zu dem Zeitpunkt uns ein Spiel ein. Dann haben wir ein richtig gutes Konterspiel gehabt, wo wir schnell und präzise nach vorne gespielt haben und das 1-0 gemacht. Da muss ich sagen, eine Spitzenmannschaft nutzt diese zwei, drei Möglichkeiten nach dem 1-0, um halt 2-0 zu machen. Wenn wir das machen, dann glaube ich, ist es etwas schwieriger für Duisburg zurückzukommen. Aber Duisburg hat diese Phase überlebt und wusste, dass es halt das Spiel sehr, sehr, sehr eng sein wird. Es ist ein ähnliches Spiel wie gegen Preußen Münster, wobei wir halt nicht die klare Torchance zugelassen haben, wie wir es heute getan haben. Es ist natürlich enttäuschend, dass der Zeitpunkt von dem Gegentor, aber letztendlich mit dem Punkt gegen Duisburg, gegen eine Spitzenmannschaft, können wir leben. Ich wollte mich bedanken bei den Fans, bei den Zuschauern heute, die eine unglaubliche Stimmung im Stadion gebracht haben, beide Seiten. Das war halt wieder die Brücke, so wie ich sie kenne. Und da habe ich mich unheimlich gefreut, dass so viele Zuschauer scheinen. Also vielen Dank dafür. Danke, Johnny. Du hast auch das gemacht, was ich vergessen habe. Auch Fans haben die von beide Seiten richtig gute Atmosphäre gehabt und gemacht. Und man freut sich, wenn du unter solche Kulisse spielst.